herzlich willkommen zum neuen Monatsvlog. Ich wollte den Vlog jetzt einfach nur mal anfangen. Ich war schon mit dem Hund draußen, habe schon gefrühstückt und jetzt gehe ich zur Arbeit. Also, wir sehen uns dann später nochmal. Es ist ein neuer Tag. Es ist Sonntag und wir werden jetzt erstmal schnell in Gottesdienst gehen und danach geht's für uns nach Holland. Ja, ich freue mich schon total. Ich wollte so lange mal wieder nach Holland und wir fahren jetzt einfach mal so 2-3 Tage hin. Emma kommt auch mit. Es wird spannend. Wir haben nicht so richtigen Plan. Alles so ein bisschen spontan. Ja, mal schauen, wie es wird. Ich freue mich auf jeden Fall und dann hören wir uns später auf jeden Fall nochmal. So, ich habe Kaffee. Emma ist schon bereit. Wir sind endlich angekommen in Holland. Und ich war schon auf der Fahrt hier so geflasht, weil es so schön ist. Und wir gehen jetzt an den Strand und ich sehe wahrscheinlich fix und fertig aus. Scheißegal. Wir sind da. Freust du dich? Ja. Freust du dich? Emma, freust du dich? Ja. Leute, es könnte sein, dass ich einfach für immer hier bleibe. Dass wir jetzt auf dem Weg nach Amsterdam sind. Heute ist das Wetter nicht so gut, nachdem wir vorgestern anderthalb Tage wunderschöne sonnige Tage am Meer verbracht haben, in der wohl schönsten kleinen Stadt überhaupt, fahren wir jetzt nach Amsterdam. Zurück aus Holland. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt im Endeffekt gefilmt habe. Ich war übrigens gerade duschen. Und ja, wir waren in Domburg anderthalb Tage lang am Strand. Und ich verlinke euch mal, beziehungsweise ich schreibe euch in die Infobox meine Tipps so für Holland. Domburg war wunderschön. Also da will ich auf jeden Fall wieder hin. Da gibt es auch einen Hundestrand und das Wetter war super, als wir da waren. Dann am Tag darauf, als wir in Amsterdam waren, war das Wetter richtig scheiße. Es hat so geschüttet. Deswegen haben wir nicht viel gemacht und auch nicht viel gefilmt. Aber ein paar Tipps habe ich dennoch. Die werde ich dann auch unten hinschreiben. Und jetzt gehen wir irgendwie erstmal einkaufen und, keine Ahnung, auspacken, aufräumen und so. Ich habe mir jetzt gerade noch einen Sojajoghurt gemacht mit Blaubeeren und gepufften Quinoa. Ich gehe schon mal ein paar Fotos durch, die wir in Holland gemacht haben. Und ja, das ist jetzt so meine Beschäftigung gerade. Hallo, ein weiterer Vlogtag. Wie schon gesagt, wir sind wieder aus Amsterdam bzw. Domburg zurück, also aus Holland. Und ich wollte euch noch kurz was erzählen, weil ich es irgendwie komisch fand. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich komisch ist. Also ich hatte mir extra ein veganes Restaurant rausgesucht, um veganen Burger zu essen.
Und wir hatten ja die Emma dabei und wir wurden dann aus, es war so ein komplett veganes Restaurant und wir wurden rausgeschickt, weil Tiere dort nicht erlaubt sind. Das ist mir ehrlich gesagt noch nie in einem Restaurant passiert. Also ich durfte immer meinen Hund mitnehmen und das fand ich irgendwie voll komisch. Wir sind dann eine Straße weiter zu Nude Burger Club oder so heißt es, glaube ich, gegangen. Da gibt es normale Burger und auch vegetarische Burger. Und da war es dann kein Problem und die waren auch super nett und so. Und der Typ, der uns kassiert hat, war so cool und wir haben so einen guten Burger gegessen. Also ich hatte einen Veggie-Burger mit Avocado und Pilzen und ja, der war richtig geil, der Burger. Trüffel war da auch noch drauf und ja, irgendwie wollte ich euch das nochmal erzählen, weil ich das so komisch fand, dass ich den Hund nicht mitnehmen durfte. Also ich kann es irgendwie verstehen, wegen Lebensmittel und so, aber ich hatte im Restaurant, wie gesagt, halt wirklich noch nie Probleme, einen Hund mitzunehmen. Und ich fand es halt schade, gerade weil es ein veganes Restaurant war und vegan ja gut für Tiere ist. Naja, egal. Heute ist es komplett gegenteilig vom Wetter als gestern. Es ist so dieser deutsche Sommer irgendwie dieses Jahr. Es regnet und es ist dunkel und und ich habe mich jetzt fertig gemacht für die Arbeit und nach der Arbeit, ich habe Spätschicht, werden der Joseph und ich schwimmen fahren und ich dachte mir, ich zeige euch mal, was ich in meiner Schwimmtasche habe. Das ist so ein riesen Jutebeutel, den gab es mal, oder die gibt es glaube ich bei H&M. Den habe ich damals irgendwie gekauft, weil der so eine gute Größe hat, weil der größer ist als die normalen. Und ich habe mittlerweile, also wir gehen einmal die Woche schwimmen, meine Sporttasche ein bisschen optimiert. Ich weiß nicht, vielleicht gehen einige von euch ja auch schwimmen oder überlegen und vielleicht hilft euch das irgendwie, wenn ich euch zeige, was ich so in meiner Sporttasche habe. Also ich habe erstmal ein großes Handtuch, um mich abzutrocknen. Dann ein kleines Handtuch, um mich da drauf zu stellen in der Kabine. Was ich übrigens auch noch habe, was ich noch einpacken muss, sind Badelatschen. Ich benutze da einfach so ganz, ganz alte Birkenstocks, die ich nicht mag. Die können auch ruhig nass werden. Dann natürlich Badeanzug. Wechselsocken. Frische Wechselsocken, das ist immer sehr, sehr angenehm. Dann habe ich festgestellt, dass ich es total toll finde, wenn ich eine Jogginghose dabei habe, denn ich habe ja dann meistens irgendwie vorher eine Jeans oder irgendwie sowas an und nach dem Schwimmen kann ich einfach keine engen oder unbequemen Sachen anhaben, deswegen nehme ich immer eine Jogginghose mit. Emma, hör mal auf jetzt! Dann habe ich noch ein Deo dabei. Das war vorher in meiner Gym-Bag. Das habe ich jetzt einfach übernommen. Deo. Ein Naturkosmetik-Duschgel, das ich nicht so gerne mag. Das gibt es auch so nicht mehr. Das war eine LE. Und das Deo mag ich eigentlich auch nicht so gerne. Deswegen sind diese Sporttaschen perfekt, um diese Produkte aufzubrauchen. Dann habe ich hier noch eine Bodylotion von Nivea. Nivea ist jetzt eigentlich nicht so eine Marke, die ich kaufe, aber der Joseph hat es gekauft. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich habe ihn irgendwie in die Drogerie geschickt und er kam mit Nivea nach Hause. Also wird es dann da auch aufgebraucht. Und dann habe ich noch für mein Gesicht ein kleines Gesichtsöl. Das ist auch Bio- und Naturkosmetik und das ist jetzt ein Sandornöl. Das mag ich gerne. Aber das habe ich halt da drin, weil es so klein ist. Und dann noch von BB Abschminktücher. Die habe ich nicht immer da drin. Die habe ich jetzt nur drin, weil ich heute geschminkt bin. Ich gehe auch manchmal ungeschminkt an die Arbeit. Aber heute hatte ich irgendwie mal Bock, mich zu schminken. Und die habe ich halt auch schon. Also BB kaufe ich eigentlich auch nichts mehr von. Die habe ich, ich weiß nicht, die habe ich halt irgendwie noch übrig von irgendeiner Reise oder so. Und ja,
Deswegen, ich weiß gar nicht, also Nivea und BB, ich meine, dass mir gesagt wurde, dass die keine Tierversuche machen, aber ich habe es jetzt auch nicht recherchiert. Aber es sind trotzdem generell schon immer Marken gewesen, die mich persönlich nicht so ansprechen. So, es gibt einfach auch Sachen im Naturkosmetikbereich, die man da benutzen kann. Das sind jetzt halt einfach Sachen, die ich übrig habe und die ich so aufbrauchen kann. Oder ist das alles in meiner Schwimmtasche? Und dann gehe ich jetzt zur Arbeit und dann schwimmen und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen und am Wochenende wieder. Ich habe dieses PR-Sample-Päckchen bekommen und ich dachte mir, ich zeige euch mal ein paar Sachen, die da drinnen sind. Ich habe hier zum Beispiel für die Emma eine Haarkur, die ist vegan und 100% natürlich. Das finde ich ziemlich spannend. Ohne synthetische Duftstoffe und so. Finde ich ganz cool. Dann haben wir hier noch was drin, was ich auch ziemlich cool finde. Und zwar ein Pet Fresher fürs Fell und für den Hundeplatz. Finde ich sehr cool. Wir haben sowas schon, aber es gefällt uns nicht. Ich bin gespannt, wie das ist. Dann waren hier noch Sachen drin. Neue Produkte von Santé. Zwei von den matten Lippenstiften. Da bin ich auch mal gespannt, wie die sind. Dann ein Concealer, den habe ich schon geswatcht. Ein Cream-to-Powder-Concealer. Ich mag den von Alberde ganz gerne. Mal gucken, wie der dann so ist. Und das neue Matte Ever Matte Make-up von Santé. Falls ihr übrigens zu diesen Produkten irgendwie Reviews wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann We Love. Eine Deo-Creme, die sieht total schön aus. Da bin ich echt mal gespannt, weil Deo-Cremes mag ich eigentlich nicht so. Mal schauen. Und dann noch ganz viel von Logona. Ein Duschgel. Tages- und Nachtcreme für Mischhaut. Eine mattierende Maske. Eine Haarkur. Für strapaziertes und geschädigtes Haar. Und dann noch ein Shampoo für alle Haartypen. Einfach so ein Pflegeshampoo. Und ein Feuchtigkeitsshampoo für trockenes Haar. Was ich cool finde, ist auf jeden Fall, dass die Shampoos von Logona mit Zuckertensiden sind. Ja. Oh, hier ist auch noch was von Santé, nämlich ein Lidschatten. In der Farbe, wie heißt das? Dizzy Golden. Bin ich mal gespannt. Und noch eine Lippenpflege mit Hyaluronsäure. Da freuen wir uns. Dankeschön. So, ich habe jetzt die zwei matten Lippenstifte nochmal kurz geswatcht, weil mich das so interessiert hat. Und zwar ist es einmal die Farbe Pure Rosewood und Blissful Terra. Und so sehen die geswatcht aus. Der untere ist Rosewood und der obere ist Blissful Terra. Wobei ich finde, dass der Rosewood gar nicht so Rosewood ist. Aber sie glänzen kaum. Also ich hatte auch schon, wisst ihr ja, von Lavera die matten Lippenstifte. Die sind ja gar nicht matt, die glänzen ja total. Also die hier sehen vielversprechend aus. Ich muss mal schauen, wie sie sich dann im Test machen. Hallo, willkommen zu einem weiteren Tag im Monat August. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Wiesbaden, die Lea besuchen. Und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit. Wir wollen nämlich auch zum Unverpacktladen und mal gucken, was wir so Cooles in Wiesbaden finden. Also los!
war gerade einkaufen und ich dachte mir, ich zeige euch noch mal schnell so ein paar vegane Basics, die ich meistens oder immer, naja, fast immer kaufe. Zum einen Hummus. Ich habe mal versucht, Hummus selber zu machen, aber der hat mir gar nicht geschmeckt. Irgendwie kriege ich kein Rezept hin, was mir schmeckt, deswegen kaufe ich den Hummus bei Aldi. Und was ich auch ab und zu mal kaufe, ist das Veggie-Hack. Es ist aber vegan. Das benutze ich ganz gern mal, um eine Aubergine oder sowas zu füllen oder um es in die Nudelsauce reinzuschmeißen. Nicht immer, aber ab und zu. Das schmeckt mir wesentlich besser als Sojagranulat oder so. Dann auch meistens auf unserem Frühstückstisch die vegane Nuss-Nougat-Creme. Und was ich auch immer hole, ist die Hafercreme von DM Bio. Die schmeckt sehr gut und die ist schön cremig und die hält viel länger als Sahne und ja, ist auch vegan. Und dann die vegane Pizza von Lidl. Da hole ich meistens mehrere. Die hat diesmal sogar nur 99 Cent gekostet. Ich hoffe jetzt nicht, dass mein Lidl die rausschmeißt. Und was es auch noch bei Lidl gab, sind diese veganen Scheiben, die so Käseersatz sind. Die gibt es aber, glaube ich, nur in der Aktion. Könnte aber sein, dass sie das vielleicht übernehmen. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie die so schmecken. Ich habe nämlich noch nie veganen Käse Ersatz oder sowas gegessen. Genau, und jetzt weiß ich nicht. Könnte es eventuell sein, dass ich mich für diesen Monat von euch verabschiede. Danke fürs Zusehen. Schaut in die Infobox, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Ich freue mich über eure Kommentare, über Daumen hoch und natürlich ein Abo. Und am Ende verlinke ich euch meinen Kanal in der Mitte, damit ihr ihn abonnieren könnt. Hier ein Food Diary von mir. Und hier ein anderes Video von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.